Video läuft auch, also können wir mal loslegen. Wir versuchen heute mal einen einen Mikrado-Server zum Absturz zu bringen. Mit ganz viel TNT. Also wie viele TNT-Blöcke wir jetzt hier haben, keine Ahnung. Bestimmt. Jetzt mal eine 500.000. Ja, denke ich auch mal. Ja, wir sind so ein paar Leute, die hier das aufgebaut haben. Da haben wir einmal den Kiko-Bro, der schon bereit steht, das anzuzünden. Dann einmal den Typhoon. Und einmal den Viper 29. Juhu. So. Leute, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit TNT spielen. Genau. So, wir werden jetzt mal gucken, was so alles passiert hier. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern, wird der Nitrado-Server mit Sicherheit einen Arsch hoch machen. Ja, Kiko Bro, dann würde ich sagen, dann zünd mal an das Ding. Jo, dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, Action. Wieder rein. Oh, es fängt schon an zu backen. Ja. Also ich sehe jetzt nicht mehr allzu viel außer ein Loch, was sich gerade vergrößert. Ah, da kommt was. Ja. Ich gehe mal davon aus. Noch sind wir drin? Bei mir hakt. Bei mir auch. Aber noch sind wir drin, das heißt, der Server wird wohl anscheinend noch arbeiten. Aber jetzt irgendwie ist, ja, großes Loch entstanden. Da explodiert noch mal zwischendurch was. Wirklich hören tut man auch nichts mehr. Keine Rückmeldung. Okay, bei dir ist schon das Spiel abgestürzt, ja? Jein. Das Problem ist eher, ich bin runtergefallen, als das Glashaus mit in die Luft gegangen ist. Bei mir läuft's noch, aber also es passiert immer noch so ein bisschen was. Also meine FPS-Zahl ist wahrscheinlich auch bombenmäßig. Ich noch nicht mal mehr auswählen kann, doch. 6! Bei mir ist er noch bei 46. Aber irgendwie passiert hier absolut gar nichts mehr. Hier irgendwie nur ein Loch. Also ich würde sagen, der Nitrado-Server, jawohl, Verbindung unterbrochen. Bei mir auch, alles weg. Also ich würde sagen, die Nitrado-Server sind natürlich nicht so die stärksten anscheinend. Versuche mich nochmal zu verbinden. Sieht schlecht aus. Lange Verbindung. Bei mir steht nur noch anmelden. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es ja, war relativ fix. Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Ja, das hat sich wohl erledigt. Ich glaube, den dürfen wir erstmal neu starten. Ja, Leute, wir haben es geschafft, einen Nitrado-Server zu plätten. Es hat nicht allzu lange gedauert. Ich denke mal, bei den 4 Blöcken ist es ja dann auch kein Wunder, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, macht's gut, Leute, ne? Haut da! Haut da, haut rein!